Hallo liebe Deutschlerner und Deutschlernerinnen, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einem neuen Video von Deutsch Global. Heute geht es um TELC Deutsch B2 Sprachbausteine 1 und das Thema heißt Mitbewohner gesucht. Meiner Meinung nach ist das Video nicht so schwierig, es ist eher eine leichte B2-Übung. So, macht bitte zuerst die Übung und dann seht anschließend die Lösungen und die Erklärungen dazu. Lieber Timo, vielen Dank für deine Anfrage zu dem Zimmer in unserer WG. Eine Anfrage zu etwas haben. Wir sagen auch eine Frage zu etwas haben. Ich habe noch eine Frage hierzu oder dazu. Wir freuen uns über dein Interesse an dem Zimmer und beantworten dir gerne alles. Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock eines Altbaus. Es kann hier nur befindet richtig sein, denn nur befindet ist reflexiv. Liegt und ist würden inhaltlich auch passen, sind aber nicht reflexiv. Sie hat zwei Badezimmer, die wir gemeinschaftlich nutzen, gemeinschaftlich heißt zusammen, und eine sehr gut ausgestattete Küche, inklusive Spülmaschine. Wir haben außerdem einen großen Balkon, von dem aus man bei gutem Wetter eine herrliche Aussicht hat. Bei steht immer mit Dativ, es ist das Wetter. Wir haben keinen Artikel vor dem Adjektiv und deshalb bei gutem. Das Zimmer, das zu vermieten ist, kann nach eigenen Wünschen gestaltet werden. Nach eigenen Wünschen, nach ihrem Wunsch, bedeutet so viel wie sie es wünschen. Es ist 24 Quadratmeter groß und nicht möbliert. Wir sind übrigens keine Studenten-WG, sondern eine Berufstätigen-WG. Ich denke, das ist ganz klar. Wir haben im ersten Satz eine Verneinung, keine, und deshalb muss im zweiten Satz sondern und nicht aber stehen. Mein Mitbewohner Max ist Ingenieur. Und ich beschäftige mich beruflich mit der Entwicklung von Übersetzungssoftware. Unsere Freizeitinteressen sind teilweise recht unterschiedlich. Max liebt Sport aller Art und ist viel unterwegs. Aller Art, all ist ein Indefinitpronomen und hier haben wir Genitiv und Art ist Feminin, also bekommt all die Genitiv-Feminin-Endung er, aller Art. Während ich meinen Feierabend gern auf dem Sofa ausklingen lasse. Generell geht es bei uns eher ruhig zu. Der Ausdruck heißt, es geht zu und kommt von dem trennbaren Verb zugehen, steht aber immer mit S. Zum Beispiel sagen wir auch, wie geht es denn hier zu? Was heißt, was passiert hier denn? Was ist denn hier los? Abends trinken wir zwar gerne mal ein Gläschen Wein mit Freunden, aber große Partys feiern wir hier fast nie. Wir wünschen uns einen Mitbewohner, dessen Lebensstil zu unserem passt. Das Verb passen hat die Präposition zu. Passen zu. Ein Nichtraucher wäre super, aber mit einem Raucher, der zum Rauchen auf den Balkon geht, könnten wir auch gut leben. Schön, dass du anbietest, vorbeizukommen, damit wir uns persönlich kennenlernen können. Damit heißt hier so viel wie so, dass
wir uns persönlich kennenlernen können. Es bezeichnet also eine Intention, eine Absicht. Morgen klappt es allerdings leider nicht. Wenn ich eher gewusst hätte, dass du dann in der Stadt bist, hätte ich mir Zeit freigehalten. Aber so habe ich den Tag schon verplant. Er bedeutet hier so viel wie früher. Das könnte man genauso benutzen. Könntest du vielleicht auch am Sonntag? Viele Grüße, Nikolas. So, ihr Lieben, ihr könnt diese Übung auch als PDF auf Patreon, auf unserem Patreon herunterladen. Und wenn ihr sonst noch Fragen oder irgendwelche Wünsche habt, dann schreibt sie uns bitte in die Kommentare. Das war's wieder von uns, von Deutsch Global, und wir verabschieden uns von euch wie immer mit einem Tschüss, Servus, Baba und Fidalurge, macht's gut, euer Deutsch Global Team.